Die Krankheit, über die wir heute sprechen, betrifft weltweit 32% der Erwachsenen, 40% der Männer und etwa 25% der Frauen. Und das Schlimmste ist, die meisten Betroffenen wissen gar nicht, dass sie krank sind. Dabei leiden sie unter einem höheren Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und im fortgeschrittenen Stadium ist die Krankheit inzwischen die häufigste Ursache für Lebertransplantationen und Leberkrebs. Wie kann eine so verbreitete Krankheit gleichzeitig so unbekannt sein? Und was kann man dagegen tun? Heute geht es um den Stoffwechsel, um Körperfett und Ernährung. Übergewicht ist einer der Risikofaktoren für diese Krankheit. Aber bevor du jetzt denkst, das betrifft dich nicht, auch jemand mit einem BMI im Normalbereich kann diese Krankheit bekommen. Die neuesten Forschungsergebnisse könnten dich dazu bringen, dein Leben zu verändern. Deswegen haben wir die Forscherinnen und Forscher besucht, die diese Krankheit aufhalten wollen. Sie entwickeln mit innovativen Geräten, Computermodellen, künstlicher Intelligenz und einer Menge Pipetten eine Technologie, die ganz einfach Leben retten kann. Und ich erkläre euch jetzt wie. Bevor wir uns die Krankheit im Detail anschauen, machen wir nochmal einen Schritt zurück. Wie und bei wem entwickelt sie sich? Wichtige Risikofaktoren dafür sind Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes. Und auch Übergewicht ist mit einem höheren Risiko verbunden. Aber die Entstehung von Übergewicht ist echt komplex. Dazu haben wir übrigens schon mal ein ganzes Video gemacht. Klar, da spielen Ernährung und Bewegungsmangel eine Rolle, aber längst nicht nur. Auch die Erziehung, Gewohnheiten und die Psyche sind entscheidend. Und ein weiterer Grund ist die genetische Prädisposition. Früher war es natürlich von Vorteil, wenn der Körper schnell Fettreserven anlegt. Darum ist die genetische Veranlagung zum Fettspeichern auch relativ weit verbreitet. Aber heute ist die Veranlagung kein Vorteil mehr, weil fett- und zuckerreiche Lebensmittel überall sind. Der Konsum von diesen hochverarbeiteten Produkten korreliert mit Übergewicht. Und die Zahlen steigen. In Deutschland ist mittlerweile über die Hälfte der Erwachsenen betroffen. Weltweit sind 13% adipös, also krankhaft übergewichtig. Aber, wie schon gesagt, auch normalgewichtige Menschen können die Krankheit bekommen. Und auch hierbei spielen die Gene eine wichtige Rolle. Trotzdem, man ist auch mit der genetischen Veranlagung nicht seinem Schicksal ausgeliefert. Es ist nicht einmal besonders kompliziert, diese Krankheit zu verhindern. Wie genau, das erklären wir später im Video noch. Besonders gefährlich ist es, wenn sich Fett im Bauchraum anlagert. Dieses sogenannte viszerale Fett umgibt die Organe und kann sich sogar in den Organen anlagern, zum Beispiel in der Leber. Und genau da entsteht die Krankheit, über die wir heute reden. Es geht um die sogenannte Fettleber. Die Leber ist das größte innere Organ des Körpers. Sie ist eine Art Hauptbahnhof für unseren Stoffwechsel. Alle 4 Minuten filtert sie das komplette Blut in deinem Körper. Die Leber ist viel cooler, als ihr Ruf es vielleicht vermuten lässt. Auch wenn über 2/3 davon fehlen, zum Beispiel als Folge einer Operation, kann sie sich noch regenerieren. Aber unzerstörbar ist sie natürlich auch wieder nicht. Okay, also, wie entsteht so eine Fettleber? Viele denken da ja zuerst einmal an Alkohol. Und ja, aufgrund von Alkohol kann es dazu kommen. Aber das geht auch ganz ohne Alkohol. Wenn die Leber zu viel Zucker bekommt, wandelt sie diesen überschüssigen Zucker in Fett um und lagert ihn in Fetttröpfchen ab. Eine nicht-alkoholische Fettlebererkrankung entsteht. Diese Krankheit wird abgekürzt auch einfach NAFLD genannt. Aber trotz des Namens kann sie auch bei Personen auftreten, die zum Beispiel ein wenig Alkohol trinken. Aber der ist dann eben nicht ursächlich, denn die Fettleber entsteht dann durch andere Stoffwechselprozesse. Sogar Kinder und Jugendliche können davon betroffen sein. Aber nur weil Alkohol nicht an einer NAFLD schuld ist, ist sie deswegen nicht weniger gefährlich. Die schädliche Entwicklung in der Leber ist zwar noch lange umkehrbar, aber irgendwann wird ein Kipppunkt überschritten, an dem die NAFLD sogar zu Leberkrebs führen kann. Und bevor wir zur eigentlichen Forschung kommen, müssen wir noch kurz verstehen, wie dieser Krebs schlussendlich entsteht. Das liegt nämlich an einer der eigentlich tollen Eigenschaften der Leber, die ihr aber zum Verhängnis wird. Wenn das Lebergewebe geschädigt wird, kann es sich anfangs gut reparieren. Aber wenn es immer wieder gereizt wird, dann kommt es zu Entzündungen und zur Vernarbung. Sobald ein Großteil der Leber vernarbt ist, spricht man von einer Zirrhose. In diesem Zustand ist das Risiko für Leberkrebs deutlich erhöht und die Leber hat ihre Funktion fast verloren. Allerdings kann dieser Zustand auch übersprungen werden. Die Leber geht dann also direkt von der Verfettung und der Entzündung zum Leberkrebs über.
Und dieser ständige Reiz, diese ständige Entzündungsvorgänge, die führen dazu, dass dann immer wieder Zellen auch neu gebildet werden müssen, also sich teilen. Und diese Zellproliferation nennt man das, die führt dann dazu, dass auch das Risiko immer mehr steigt, dass Leberkrebs entstehen kann. Das ist Professor Ursula Klingmüller. Sie forscht am Deutschen Krebsforschungszentrum am Zusammenhang zwischen der NAFLD und Leberkrebs. Gerade entwickelt sie mit ihrem Team ein Tool, mit dem du schnell und einfach erfahren kannst, wie hoch dein individuelles Leberkrebsrisiko ist. Professor Klingmüller und ihr Team erforschen vor allem diesen zweiten, also eher untypischen Weg zum Leberkrebs, ohne eine Zirrhose als Zwischenstadium. Diese Variante tritt zwar nur in einem kleinen Teil der Fälle auf, aber weil so viele Personen von einer NAFLD betroffen sind, ihr erinnert euch, knapp ein Drittel der Menschheit, ist die Zahl trotzdem nicht zu vernachlässigen. Dafür untersuchen sie, wie der Krebs genau entsteht und was dabei in den Zellen passiert. Und da spielt ein Protein eine wichtige Rolle. Die Entzündungsreize lösen Stress in den Leberzellen aus. Darum schüttet der Körper HGF aus. Das ist ein Wachstumsfaktor, ein spezielles Protein. Das HGF dockt an die Leberzellen an, die das Signal ins Innere der Zellen weitergeben, ähnlich wie beim Dominoeffekt. Das wird auch Signalkaskade genannt. Am Ende steht dann die Zellteilung. HGF löst also über die Signalkaskade aus, dass sich die Zelle teilt. Aber was passiert jetzt, wenn viel Glucose, also Zucker, vorhanden ist? Das hat Christina Mölders in der Petrischale untersucht. Sie ist Doktorandin im Team von Professor Klingmüller. Ich habe Zellen in einer Nährlösung gehalten, die viel Glucose hatte und in einer Nährlösung, die wenig Glucose hatte und habe dann wieder mit dem Wachstumsfaktor HGF stimuliert und mir eben die Weitergabe von Signalen angeschaut. Also proliferiert die Zelle, wächst die Zelle oder kommt die zu einem Wachstumsstopp? Die Signalkaskade verändert sich also, wenn Zucker verfügbar ist. Und dabei kann es passieren, dass eine Zelle kontinuierlich das Signal bekommt, sich zu teilen. Und je öfter das passiert, desto größer ist die Chance, dass dabei Krebs entsteht. Um aber ganz genau zu verstehen, welcher Prozess durch was ausgelöst wird, nutzt das Team diese krassen Geräte, Computermodelle und künstliche Intelligenz. Zuerst werden Leberzellen von Patientinnen und Patienten in verschiedenen Krankheitsstadien untersucht. Dafür werden die Zellen aus einer Probe aufgelöst oder lysiert und dann mit so einem Massenspektrometer untersucht. Das misst, welche Proteine in welcher Menge in der Probe enthalten sind. Wenn man diese Tests mit Zellen aus den verschiedenen Proben über längere Zeit wiederholt, kann man solche Kurven anfertigen. Daran lässt sich erkennen, wie sich die Zusammensetzung der Zelle über die Zeit im Krankheitsverlauf verändert. Und daraus kann man dann schließen, wie sich die Krankheit weiterentwickeln wird. Und hier kommt dann auch künstliche Intelligenz ins Spiel. KI ist besonders gut darin, Muster zu erkennen. Aber Achtung, das sind letztendlich immer nur Korrelationen. Die Forscher wollen aber natürlich auch die Mechanismen, also die Zusammenhänge zwischen Ursache und Wirkung verstehen, zum Beispiel, welches Protein löst was aus. Trotzdem unterstützt KI das Team dabei, über alle Aspekte den Überblick zu behalten. Das Ziel sind mathematische Modelle, mit denen sich die Vorgänge besonders gut vorhersagen lassen. Dafür muss das Team unter den vielen Proteinen diejenigen finden, die schon früh auf einen Leberkrebs hinweisen. Wenn man dann das Blut von Patientinnen und Patienten untersucht, kann man diese sogenannten Biomarker nachweisen und damit den Krankheitsverlauf abschätzen. Der Patient kommt, es wird Blut abgenommen und wir wollen damit testen, dann ganz einfach, ist das ein Patient, der ein erhöhtes Risiko hat und dass dann der Arzt sagen kann, dieser Patient soll möglicherweise in einem Jahr wiederkommen oder in 3 Monaten. Und er bräuchte jetzt eine zusätzliche Untersuchung durch MRT oder CT, also medizinische Bildgebung. Und so Patienten sozusagen zuordnen und mit einer verbesserten Vorsorgeuntersuchung versehen, wenn sie es wirklich brauchen. Okay, was bedeutet das jetzt genau? Naja, das Tool wird komplett verändern, wie wir mit NAFLD umgehen. Von der Diagnose bis zur Therapie. In schätzungsweise 5 Jahren kannst du beim Blutabnehmen mit dem Biomarker-Test einfach dein individuelles Risiko für Leberkrebs durch eine NAFLD ermitteln lassen. Und dein Arzt kann dir dann frühzeitig Hinweise zur Prävention geben. Jetzt gerade kann dir kein Arzt der Welt sagen, wie sich eine NAFLD verändern wird. Und das finde ich mega krass. Wir leben in der spannendsten Zeit der Menschheitsgeschichte, in der wir einfach mit künstlicher Intelligenz, menschliche Intelligenz und cooler Forschung Leben retten. Geil!
Yes, science! Mit dem Modell lässt sich dann voraussagen, wie nah oder fern der Kipppunkt zum Leberkrebs noch ist. Wenn alles entspannt ist, dann reicht es vielleicht einmal im Jahr, die Leberwerte zu kontrollieren. Wenn der Kipppunkt allerdings schon kurz bevorsteht, wirst du häufiger und mit verschiedenen Methoden untersucht. Und das ist die Zukunft. Personalisierte Medizin. Weil so viele von einer Nuffield betroffen sind, ist das aber nur realistisch, wenn wir eine günstige, schnelle Untersuchung haben. Und da ist ein einfacher Bluttest ein riesiger Fortschritt. Okay, das war die Theorie. Aber jetzt zur Praxis. Wie kann ich meine Leber schützen? Die Antwort ist leider genauso simpel wie schwierig umsetzbar. Mit einem gesunden Lebensstil. Dadurch kannst du Stoffwechselerkrankungen entgegenwirken und damit auch einer Nuffield vorbeugen. In der Praxis sieht das dann so aus. Dass man wirklich versucht, Kleinigkeiten in seinen Alltag zu integrieren. Zum Beispiel, dass man einfach mal häufiger die Treppe nutzt, anstatt immer mit dem Aufzug zu fahren. Oder eben anstatt von süßen Getränken dann einfach mal Wasser trinkt. Eine Möglichkeit, was man machen kann, ist auch sich bewusst machen, diese Snacks, die man sich angewöhnt hat. Also, dass man am Computer Chips, Kekse, Schokolade oder was stehen hat und das so ziemlich unbewusst so ständig isst. Das ist etwas, wo man sehr viel machen könnte. Denn der Körper ist an sich darauf eingestellt, auch immer wieder Hungerperioden zu erleiden. Ob das jetzt bedeutet, dass man mal das Abendessen auslässt oder dass man ab und zu einen ganzen Tag fastet, das kann jeder individuell entscheiden. Beides hilft dem Stoffwechsel und damit der Leber. Übrigens, die Kombi aus Fett und Zucker ist besonders schädlich. Aber keine Sorge, es ist völlig okay, mal etwas Fettiges oder mal etwas Süßes zu essen. Die Zeitspanne von der Nuffield zum Leberkrebs beträgt durchschnittlich mehrere Jahrzehnte. Trotzdem ist es wichtig, der Leber auch mal eine Pause zu gönnen. Und je früher man das auf dem Schirm hat, desto kleiner sind die Einschränkungen und die eventuellen Folgen. Und da die meisten Dr. Watson-Zuschauer relativ jung sind, sind das gute Nachrichten für euch. Es war mega spannend, die Labore zu besuchen und vor Ort zu sehen, wie an Leberkrebs geforscht wird. Und ich hoffe natürlich, dass wir mit diesem Video hier dazu beitragen, dass mehr Leute diese gefährliche, aber vermeidbare Krankheit im Blick haben. Fun Fact: Gerade wird in den gleichen Laboren vom gleichen Team auch an Lungenkrebs, Leukämie und dem Zusammenspiel von Leber, Lunge und Herz geforscht. Die häufigsten Todesursachen weltweit sind nämlich Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs. Durch den interdisziplinären Ansatz des Projekts werden Bereiche zusammengebracht, die vorher fast nur isoliert voneinander betrachtet wurden. Nice! Das Projekt, das diese Forschung zur Fettleber möglich macht, heißt Smart Nuffield. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, schaut euch die Links unten in der Videobeschreibung an. Mit zwei weiteren Forschungsprojekten zu Leberkrebs ergibt sich daraus das Netzwerk Lisium Krebs, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird. Dieses Video hier ist auch in Zusammenarbeit mit dem BMBF und dem Projektträger Jülich entstanden. Danke an das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Danke an euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig, euer Cedric.